So, liebe Freunde, kleines Vorwort zum DLC, den ich gleich dann auch mal zeigen möchte. Ich stelle den mal vor, zum All Elite Wrestling Spiel AEW Fight Forever. Und ja, das sind nicht nur diese Bilder, das ist nämlich auch das, was auch gleich kommt nach den Bildern. Ja, das Spiel ist ja, ich hab noch eine Kritik, ja, dieses Spiel ist ja wirklich schön, es ist ja auch, es macht ja auch Spaß, ja, und vor allem, ja, es ist meiner Meinung nach zu arcade-lastig, weil auch die Einzüge der Wrestler hätte man können wirklich, wirklich etwas mehr, ja, also ihr wisst schon. Man hätte können wirklich mehr draus machen können und jetzt nicht einfach so hier, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Die Einzüge normalerweise war selbst in den alten Spielen von SmackDown, die älteren Spiele, No Mercy fürs Nintendo 64, Crucifix nochmal, komm auf den Punkt. Das waren Spiele, die hatten einen Einzug von den Wrestlern, was wir als Fans ja lieben, denn wozu soll ich einen Einzug erstellen, wenn er nicht richtig lang ist? So, meine Güte. Ja, ich zeige euch gleich erstmal in diesem Vorwort, möchte ich zeigen, was ich gekauft habe. Und das kommt gleich nach dem Clip. AEW Fight Forever introduces Matt Hardy. And another Matt Hardy. Broken Matt, I knew you'd come. You obsolete mule, that's my line. Did you know the only way to play as me for free on day one is to pre-order AEW Fight Forever. But you must ask yourself, which me shall it be? Pre-order AEW Fight Forever today. It's the only way to play as Matt Hardy or Matt Hardy. Order now. Delete, 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 delete. So ein Quatsch, wenn man es pre-ordert, dass man es jetzt, dass man Matt Hardy jetzt spielen kann. Ja, das ist natürlich Unsinn. Man kann es natürlich im Nachhinein immer noch spielen, ja. So, und jetzt suche ich jetzt den Fight Forever. Ja, jetzt suche ich natürlich Dinge, die ich dazu. Mein Vorwort nimmt langsam komische. Im Besitz Season 3, also. Ja, das würde mich. Ja. Keine Ahnung, was kosten. Ah. Saison 3, genau. Verwalten. Ich werde noch wahnsinnig hier, ey. Also, ich habe zu viel Half-Life gespielt. Ich bin nämlich gerade dabei, Half-Life zu spielen. Und mein Gott, ey. Und das Spiel macht mich fertig, weil Half-Life hat eigentlich gar keinen Sinn. Das ganze Spiel hat null Sinn. Von Anfang bis Ende. Man sieht nicht da. Anderes Thema. Ja, der AEW Fight Forever Saison Pass 3 enthält Zugang zu noch mehr AEW Wrestling und brandneuen Strandkarte für Tag und Abend. Neue Skin- und Kleidungsoptionen sowie jede Menge neue Moves und Premium-Songs. AEW Fight for Swerve, das sind die ganzen Songs, ja. Der Inhalt der dritten Saison im Überblick, Swerve Strickland, Claudio Castagnoli, Jamie Hayter, Strandkarte für Tag und Abend, 33 brandneue Moves und 42 neue Skin- und Kleidungsoptionen, 11 nagelneue Songs. Ich hab's geschafft. Ich habe tatsächlich in meinem übermüdeten Wahnsinn jetzt das noch hier hingekriegt. Ja, Freunde, und das andere alles kommt gleich. Ich zeige euch gleich, wie es aussieht.
Und das mit dem Strand, das ist wirklich, wirklich, wirklich genial. Das sieht wirklich super aus und dazu kommen wir gleich. Ja, bis gleich. So, und nach diesen etwas längeren und etwas leider zwischendurch übersteuerten Vorspann von mir, möchte ich jetzt endlich mal zeigen, was sich geändert hat, was diese Arena am Strand so alles tut, was man da machen kann. Es ist nicht viel, aber ich möchte es dann nochmal zeigen. Und deswegen rein ins Match. This is a Falls Count Anywhere Match, set for one fall. Man, this should be one hell of a singles match. Making her way to the ring, Jamie Hayter. And her opponent, Ruby Soho. Ja, einfach so mal Ruby genommen. Die gleich mal raus. Ach, die machen immer dasselbe irgendwie. Wenn ich hier rausgehe, springen die mir hinterher. Das geht meistens schief. Ja, ich will mal zeigen, wie das klingt. Weil es klingt wirklich nach Sand hier draußen. Wenn ich denn... Ja, hört ihr das? Als wenn du jemanden auf die Steine schmeißt. Ja, das Auto, ja. Das winkt ein bisschen mit, aber ich glaube nicht, dass ich es kaputt machen kann. Ich komme gleich zum Wasser vorne. Boah, das kann ich versuchen, wie oft ich will, ja. Moment. Da kann ich übrigens auch was aufheben. Da, wir gehen mal in den Sonnenuntergang. Gut, okay. War nicht gut so. Klatsch. Das ist. Ja, Falls Count Anywhere, deswegen, ja. Wenn ich es denn mal schaffe, dann werde ich hier vorne den Pin machen, wenn möglichst. Was ist das immer? Was wird hier angezeigt? Oh, ich hätte können einen speziellen Move machen. Das ist aber auch mal ein Schluss mit lustig. Vielleicht kommt ja irgendwann noch mal ein Hai. Sehr schön. Toll, danke. Ich konnte es aufheben, aber nicht benutzen. Jetzt hören wir aber mal auf hier. Kindergarten vorbei. Ich will diesen Ring aufheben. Ich will diesen Ring. Habt ihr das gesehen? Das geht nicht kaputt, nein. Schockslam aufs Knie. Ich glaube, das finde ich, mache ich doch lieber im Ring. Oh ja, natürlich. Schade, dass hier niemand mitkommentiert, ja. Ich finde das sehr schade, sehr, sehr schade, dass man da so wenig Liebe in das Spiel gesteckt hat, dass hier kein Kommentar mit ist. Das gehört ja eigentlich dazu, auch die Einzüge viel zu kurz. So. Es wird Zeit. Ja, jetzt habt ihr das erste Mal gesehen. Erste Match.
Here is your winner, Jamie Hayter. I can't believe I was here for this amazing matchup. It was a classic, to say the least. And one people will be talking about for years to come. Ja, JR. Das hätte man in der Mitte auch kommentieren können. Das war der erste Streich, der zweite folgt gleich. So, das schneide ich aber zusammen. Da würde ich sagen, bis gleich. Ja, Jamie Hayter hier, ja, die war auch in dem Paket mit drin. Deswegen das Match mit ihr jetzt ganz kurz. Ja, also hat alles seinen Sinn. So, und dann kommen wir zur zweiten Arena. Und die kommt jetzt. Ja, da bin ich auch schon wieder. Kommen wir nun zu Match Nummer 2. Claudio Castagnoli habe ich zwischendurch als zum Champion gemacht. Was ja auch irgendwie passen würde, denn gerade aktuell dürfte es noch ein Match geben. Claudio gegen Swerve Strickland. Swerve Strickland ist ja der AEW Champion. Und der Champion ist ja hier noch nicht im Spiel, den mache ich jetzt zum Champion. Und diesmal ist es die andere Arena, also beziehungsweise der Ring. Ring on the Beach, der Ring vorm Strand, der man kennt, die ja im Hintergrund mit Hotels und allem und so, ja, wie man es kennt von Miami Beach. Das gibt es natürlich auch in Spanien, ja, Hotels am Strand. Aber jetzt war nur ein Beispiel, weil wir sind ja hier im amerikanischen Wrestling und deswegen, ja, würde ich sagen, lege ich mal los. Aktuell passend, wenn alles gut geht, hole ich mir mit Swerve jetzt den Titel. Ja. This is a Falls Count Anywhere match set for one fall. And it is for the All Elite Wrestling World Championship. Man, this should be one hell of a singles match. Introducing the challenger, Swerve Strickland. Introducing the champion, Claudio Castagnoli! Naja, der Titel steht ihm wirklich gut, ja. Der steht ihm auch gut. Aber nicht mehr lang, ja. Ja, ihr seht, wir sind halt am Tag und ja, Falls Count Anywhere will ich jetzt mal versuchen. Schade, dass mir kein Fan was in die Hand gibt. Ah, ihr seht jetzt mal ein bisschen größer, ja, das ist halt am Strand so aufgebaut worden. Ich glaube, das gibt es auch schon mal, solche Matches. Ich glaube, das gab es auch schon mal. Es gibt ja im Wrestling alles Mögliche an Ideen, so. Die schon mal ausprobiert wurden in diesem Zirkus. Ja, auch mal ein paar andere Moves. Ja, Swerve, der ist natürlich, der hat ein Repertoire, das ist Wahnsinn, ja, ein Moveset da. Ja, jetzt konzentriere ich mich mal nicht nur auf das Auto, jetzt gehen wir mal wieder zurück in den Ring und dann gehen wir am Strand entlang und dort möchte ich möglichst den Titel gewinnen. Ah, schöne Ansicht, ja. Ah, schön die Ringmatte, alles so schön blau gehalten, so strandmäßig alles. Nein, jetzt ist gut mit demselben Moves, jetzt geht's los. Ja, man kann am Seil, kann man auch schöne Dinge tun. Wieso springst du nicht nach draußen? Oh, das war ja mal schön, ja. Schön weit ausgeholt auf dem obersten Ring, auf der obersten Ringecke und da nochmal Sprung. So kann ich ihn ziehen, ja. So. Lass uns mal was ausprobieren. Wenn er uns lässt. Wir wollen ja was sehen. Tja, Goldberg, dein Checkhammer ist, den macht mittlerweile jeder.
Swerve's house. Whose house? Ah. So, jetzt aber, jetzt Richtung dieser Flagge hier hinten. Da will ich übrigens, Ringrichterin ist Aubrey Edwards, Edwards, heißt sie Edwards? Jetzt hat man es wieder gehört, das Krachen auf den Sand. Aber schön zu sehen, das Boot im Hintergrund und alles, ja. Ich will ins Wasser. Klatsch. War auch schön, oder? So richtig mit dem Gesicht rein. So richtig ins Gesicht. Und jetzt den Finish am Strand. Und wie aktuell neuer Champion Swerve Strickland. Natürlich das falsche Match. Er hat den sich natürlich von Samoa Joe geholt. Ja, wo habt ihr das denn kommentiert? We got to call it, we got to see it. Das, ihr habt nichts gecallt, ihr habt überhaupt nichts kommentiert. Ja, das war das zweite. Jetzt habt ihr die Location gesehen. Ja, ich weiß nicht. Man kann es nicht mal holen. Ich hole mir sonst keinen DLC dazu, weil die für All Elite Wrestling Fight Forever viel zu teuer sind. Denn ich zahle ja keine 20, 30 Euro nur für zwei, drei Wrestler dazu. Ja, hier ging's. Es war on demand. Das war im Angebot. 8 Euro habe ich bezahlt. Das kann man mal machen. Drei Wrestler, also Jamie Hayter, Swerve Strickland, Claudio Castagnoli, zwei neue Ringumgebungen. Das ist am Strand, einmal bei Tag und einmal bei Nacht. Und auch ein paar neue Songs und so. Das habe ich aber alles schon im Vorspann erzählt. Und damit möchte ich dieses Video beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kleiner kurzer Einblick in den DLC. Saison Nummer 3 ist das Ganze, Season 3. Und damit sage ich Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Ich bin das mal raus. Ciao. Thank you.